Hallo liebe Mafiosi, Don Goku hier. Schön, dass ihr auch da seid an diesem wunderschönen Mittwoch. Denn es ist was passiert und zwar, ich habe mir was überlegt. Das heißt, es ist in meinem Gehirn passiert. Und zwar, ja, ich heiße euch herzlich willkommen zum allerersten Mafia-Mittwoch. Und neben dem Mafia-Mittwoch wird es auch den Mafia-Montag geben. Ach, ist das nicht schön? Das heißt, ihr könnt euch jetzt regelmäßig auf Mafia-Content freuen, sowohl montags als auch mittwochs. Und ja, die restlichen Tage überlege ich, ob ich dann andere Videos produzieren werde, hochladen werde. Aber das steht noch alles in der Schwebe. Wir fangen jetzt hier erstmal an. Die Mission nur zur Erholung und beginnen im Hafen. Oh, ich weiß nicht, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen überempfindlich, aber ich finde es sehr laut gerade. Ja, stehle alle von diesen Kisten. Wie heißen die? Scorsese Importkisten. Ich zeige euch eben, wo sich die Kisten befinden. Es gibt mehrere Lösungswege. Wie sollte es anders sein? Die Kisten sind hier. Da hinten. Das sind die Kisten. Ja, womit fange ich an? Okay, pass auf, wir fangen mit dem. Sag mal. Nee, pass auf, wir fangen mit dem radikalen Weg an. Das bedeutet, wir machen erstmal alle Platz, die sich uns in den Weg stellen. Dafür beginnen wir das Level mal von neu. Geht's hier, können wir hier anfangen, alle schon umzufahren. Wir beginnen mit denen hier. Hier habe ich mehr Anlauf. Däp. Tschüss. Und oh nee, dich will ich nicht. Du bist unschuldig. Nee. Okay, ihr macht gar nichts. Habt ihr es nicht mitbekommen? Ja, ich war zu langsam, um jetzt hier irgendwelchen Schaden anzurichten. Ja, wie gesagt, Mafia Montag und der Mafia Mittwoch. Das bedeutet, wir spielen jetzt erstmal ganz normal hier unser Mafia Let's Play zu Ende. Widmen uns dann dem Freie Fahrt Extrem-Modus. Ja, und dann kommt etwas, worauf ich mich schon sehr freue, und zwar Mafia 2. Ich sagte es schon öfter mal, Mafia 2 habe ich noch nie gespielt. Ist also eine Premiere für mich und da freue ich mich extremst drauf. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das Spiel besitze ich auch. Und danach werde ich mich darum bemühen, mir Mafia 3 zu besorgen. Das Spiel besitze ich nicht. Komm, euch töte ich so, indem ich euch erschieße. Upp. Oder ihr mich. Je nachdem, wer mehr Bock hat. Komm her. Komm her. Oh. Hey, Pumpgun Boy. Mach mich nicht wütend. Nee, 10 Leben. Wir nehmen uns die Thompson mit. Genau, also Mafia 2. Ne, anders. Nach Mafia 1 kommt erstmal der Freifahrt Extremmodus. Dann kommt Mafia 2 und dann besorge ich mir Mafia 3. Zwischendrin kommt noch ein bisschen anderer Stuff. Mafia basiert natürlich. Zumindest am Mafia Montag und Mafia Mittwoch. Was ich jetzt eben gucken möchte, ist, ob es hier in dem Level auch ein Medikit hier gibt. Nein, gibt es nicht. Okay. Genau, und zwar werde ich verschiedene Mafia-Spiele noch mir raussuchen. Ich dachte, also dazu muss ich sagen, ich kenne von denen keins, von denen ich dann welche spielen werde. Und zwar, was ich aber machen werde auf jeden Fall ist, der Pate werde ich mir holen.
Aha, jetzt hat er realisiert, dass ich hier bin und mich überfahre. Der Pate, was noch? Muss ich mal gucken, was es noch für gute Spiele gibt. Es wird bestimmt auch das ein oder andere Browser-Game dabei sein. Da gibt es recht viele. Ja, und paar ja, Faktenvideos werde ich machen zur Mafia. Also nicht zur Organisation Mafia, sondern zu Mafia-Spielen. So, ihr beiden. Ihr zwei beiden. Einen von euch habe ich. Oh. Oh. Ja. War vielleicht Fehler, alle überfahren zu wollen. Nee, also jedenfalls, das ist halt ein möglicher Lösungsweg, ne? Erstmal einfach alle töten. Dabei ist es halt euch selbst überlassen, ob ihr alle überfahren wollt oder alle erschießen wollt. Oh Gott. Boah, dieser Lenkradius ist ja fabelhaft. Okay, ich denke, nochmal werde ich das jetzt nicht spielen. Bringt ja nichts. Was ich jetzt machen werde, ist. Ich sage euch jetzt einen neuen Lösungsweg. Also, das Prinzip ist klar, ne? Also, erstmal alle schießen, dann kann man ganz in Ruhe den anderen Kram erledigen. Und was der andere Kram ist, das zeige ich euch jetzt. Okay, und zwar müssen wir alles Corsis Importkisten klauen. Das ist ja soweit bekannt. Und wir gehen folgendermaßen vor. Wir parken das Auto. Genau hier vor. So. So, am besten ist gar keine Lücke da ist. Das heißt, ruhig bisschen vor und zurück setzen. Das sieht schon perfekt aus. Wenn wir jetzt hier ran wollen, an diese Kisten, gibt's Ärger. Ich zeige euch erstmal den falschen Weg. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich Ja. zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ich bin dumm. Ich zeige euch den falschen Weg und spreche den Typen an. Ja, dann zeige ich euch jetzt trotzdem den falschen Weg, nur in anders. So, wir nehmen die Kisten einzeln und laden die hier ein. Man lädt die Kisten nicht ein, indem man quasi die Taste Waffe fallen lassen drückt, sondern die Aktionstaste. So, bevor wir hier weitermachen, zeige ich euch ein Easter Egg. Der Typ ist nämlich hierhin verschwunden. Lecker, lecker. Ja, der Typ Nummer 2, den man beim Pinkeln beobachten kann, ne? Den ersten konnte man im zweiten Level beobachten. In der Gasse, als wir zu Salieri geflohen sind. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen zeitaufwendig. Aber es muss gemacht werden. Beziehungsweise, ja, jetzt bringt sowieso nichts, wenn ich das mache, weil das Level werde ich jetzt so nicht schaffen. Da kommt der Typ nämlich schon wieder und wir sind nicht fertig geworden. Ups. Wo willst du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Wache! Wir haben hier einen Eindringling! Wache! Ja, und jetzt geht eine Schießerei los. Wird richtig böse. Also was heißt der falsche Weg? Das ist ein möglicher Lösungsweg natürlich, ne? Aber halt gewaltvoll. Wir können das Level Wo ist auch der Typ hin? gewaltfrei lösen.
Im Prinzip ist es auch wieder alle Leute erschießen. Oder halt töten. Jetzt sage ich euch den anderen Weg. Und zwar muss man, bevor man den Typen an. Ach so, ja, das sage ich nur eben, das zeige ich jetzt nicht. Wenn man eine Kiste einfach so nehmen würde und an dem Typen vorbeigeht und hier einlädt, gibt es halt auch Stress. Wir müssen halt warten, bis er weggeht. Aber trotzdem nehmen wir schon mal eine Kiste. Ich glaube, ich stelle mich noch ein bisschen weiter nach vorne. Dann habe ich nicht so einen großen Weg mit den Kisten. Minimal geht noch. Was ist mit dem los? Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter an die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Was machst du denn hier? Ich habe dir doch eine Aufgabe Ja, gegeben. okay, dann. Wenn wir jetzt anfangen würden, die Kisten reinzuräumen, schaffen wir das zeitlich nicht. Weil er ist schneller da, als wir die Kisten hier reingeräumt haben. Der Trick ist, dass man schon mal eine Kiste nimmt und schon mal die Hälfte des Weges geht und hinter ihm die quasi fallen lässt und ihn dann anspricht. Dann hat man schon mal ja mit einer Kiste den halben Weg geschafft. Er möchte jetzt, dass wir. Ach, dann zeige ich euch diesen Lösungsweg jetzt zuerst. Er möchte, dass wir diese Kisten hier in diese Halle räumen. Machen wir auch, allerdings nicht alleine. Wir können die hier ansprechen. Hey Jungs, was kann ich für dich tun, Kumpel? Jungs, diese Kisten hier müssen runter in die Abfertigungshalle. Also gut, packen wir es an, Jungs. Ja, dann ist das jetzt unser erster Lösungsweg, den wir jetzt richtig mal sehen werden. Keine Ahnung, ich vermute mal einfach hier drauf. Oh, warte mal, ich hätte das. Verdammt. Erst als ich hier oben stand, habe ich gesehen, dass ich die Aktionstaste hätte drücken müssen. Okay. Naja, die liegt hier drauf. Keine Ahnung, ob das so, ob das Spiel das registriert, dass die drauf liegt. Ich kann hier nicht. Doch, jetzt kann ich sie aufheben. Konnte ich gerade nicht. Weiß nicht wieso, aber nicht schlimm, jetzt geht's ja. So, also wie gesagt, kommen wir nochmal zu Mamo und Mami. Der Mafia Montag und Mafia Mittwoch. Also, ich sagte es bereits. Die Mafia-Spiele ist halt klar. Dann der Pate und worauf ich auch Bock habe. Ich habe gesehen, dass es das Spiel gibt. Als ich so, ich habe geguckt, ob ich dieses Konzept fahren kann, ob es da genug Material geben wird. Und habe halt eben gesehen, dass es ganz viele Browser-Games gibt. Zum Beispiel, unter anderem eins, das heißt Goodfellas. Und Goodfellas ist ja auch ein Mafia-Film, in dem auch Joe Pesci mitspielt. Und das ist ja der Typ, der Pauli seine Stimme leiht und auch sein Aussehen. Ich weiß allerdings nicht, ob es um den Film geht in dem Film oder ob der in dem Spiel, ob es dort um den Film geht oder ob einfach nur der Name so gewählt wurde. Sonst könnte es sein, dass wir Pauli in gewisser Weise dort wieder treffen in dem Spiel. Ah, wird alles blind sein. Ich werde mir die Spiele auch nicht angucken. Ich möchte das alles mit euch dann entdecken. So, fast fertig. Letzte Kiste. Ja, danke. Kann ich euch jetzt noch ansprechen und mich bei euch bedanken oder so?
Jungs. Was kann ich für dich tun, Kumpel? Ach, nichts. Dann lass mich in Ruhe. Sehr gut. Gut, aber wirf sie nicht rum wie Dreck. Hä? Was ist denn für ein Dialog oder Monolog? Gut, aber wirf sie nicht rum wie Dreck. Hä? Was zur Hölle? Ich hab's doch jetzt geschafft, ne? Okay. Jetzt warten, bis er wieder da oben ist und sprechen ihn dann nochmal an. Chef, die Jungs am Zug brauchen ihre Hilfe. Die haben ein paar Probleme. Hab ich's doch gewusst. Kaum kehrt man ihnen den Rücken zu, hauen sie alle ab. Ja, und jetzt geht er. Und das ist jetzt unsere Chance. Wir können jetzt die Kisten einladen. Ja, und dieses Szenario, also dieses Gespräch, das dann dazu führt, wieso kann ich die Kisten nicht nehmen? Oh, ist alles wertvolle Zeit. Dieses Gespräch, was dann dazu führt, dass er jetzt hier... Boah, ich bin gerade so unkonzentriert. Ich habe jetzt den Anfang des Satzes vergessen. Und weiß jetzt nicht, worauf ich hinaus... Also ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß nur nicht, wie ich den Satz weiterführen soll. Also, dass es zu diesem Szenario jetzt kommt, dass er zu dem Zug geht, verdanken wir der Tatsache, dass wir diese Arbeiten dort gerade verrichtet haben. Wenn man die Kisten nicht dort in die Abfertigungshalle bringt, ob alleine oder mit den Leuten, man kann es natürlich auch alleine machen, dauert dann nur länger, dort man zwei Fachkräfte. Wenn man das gemacht hat, dann kommt jetzt eben dieses Szenario, dass er den Leuten da zum Zug geht. Wenn alle Seelen Ruhe die Kisten hier rein oder drauf tragen. Geschafft. Und das jetzt ohne größere Probleme. Und ja, jetzt sollen wir die Jungs treffen in Works Quarter. Stopp. Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Bevor wir das jetzt aber machen, noch mit der letzte mir bekannte Lösungsweg. Wobei ich es euch ja eigentlich schon gesagt habe. Ne? Das heißt, ich zeige es jetzt einfach trotzdem mal. Und wenn es nicht klappt, werde ich es jetzt nicht so oft machen, bis es klappt. Weil im Grunde ist es dasselbe. Nur, ja, dass wir jetzt Stress haben. Weil es nämlich sein könnte, dass er zurückkommt, bevor wir fertig sind. So bleiben wir stehen. Ja, Video kann ich nicht überspringen. So, jetzt gehen wir hier dann ihm vorbei, ohne ihn anzusprechen, neben der Kiste und stellen hier ab. Upp. Wo willst du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Okay, es hat nicht geklappt. Ich hätte sie früher fallen lassen sollen. Na, ist... Boah, ist auch, glaube ich, egal, ne? Ihr wisst ja, worum es geht. Ach, ich kann es ja nochmal machen. Jetzt auch egal. Ist ja jetzt auch egal. So viel Zeit muss sein.
Aber wenn es jetzt nicht klappt, dann bekomme ich den Titel dumm, zu dumm dafür. Den erkenne ich dann auch an. Dann machen wir es kein weiteres Mal. So, der LKW steht gut. So, nehmen, fallen lassen und ihn ansprechen. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und ja, bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. So, jetzt nehmen wir die Kiste direkt und los geht's. Also wir haben uns jetzt, hoppala, keine Ahnung, ein paar Sekunden gespart, aus den Sekunden, auf die es ankommen wird. Es wird auch schon so knapp genug. Wir gucken mal, ob ich es jetzt schaffe. Wirklich nur ein kleines Zeitfenster. Deswegen, wenn man das Level... Also wenn man das Level schnell schaffen will, nimmt man diesen Weg. Wenn man es sicher schaffen will, räumt man zuerst die anderen Kisten weg. Dann hat man halt viel mehr Zeit, um sich um diese Kisten zu kümmern. Ich hatte immer wieder das Bedürfnis, mich jetzt hier nach links zu drehen, zu gucken, ob er schon kommt. Aber es würde nur wertvolle Zeit kosten. Das machen wir es nicht. So, die letzten zwei, das schaffen wir, komm. Da, da kommt er. Also es wären, also ihr seht, es ist echt knapp und es war schon gut, dass wir die eine Kiste, dass wir die Hälfte des Weges schon gegangen sind, sonst hätte es vielleicht nicht mehr hingehauen. Perfekt. Gut, ein Easter Egg gibt es hier noch im Spiel, das zeige ich euch jetzt. Das heißt, in dem Spiel gibt es ja viele Easter Eggs in dieser Mission. Beziehungsweise, das ist kein Easter Egg, sondern das ist ein Glitch. Noch eigentlich ein echt dummer Fehler. Man kann ihn wohl ausspielen. Ich habe es noch nie geschafft. Mist. Ich will jetzt hier rein, aber er steht... Kann ich hupen? Er geht nicht zur Seite, okay. Ja, dann anders. Also man kann ihn wohl ausspielen, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob was an meiner Version nicht stimmt, ob man die amerikanische Version braucht für das Spiel oder keine Ahnung. Ist ja oftmals so, dass es in verschiedenen Versionen Fehler gibt, die in anderen nicht da sind. So, wir stellen es hier hin. Sprechen jetzt den Typen. Ja, wir können den nicht ansprechen, weil wir erstmal hier. Muss noch diese Sequenz kommen. Diese, genau. Jetzt können wir ihn ansprechen. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Und zwar sehen wir hier den Schatten vom LKW. Wir können jetzt eine Kiste nehmen. Hier zum Schatten tragen. Und jetzt hier loslassen. Und dann ist die Kiste auf dem LKW drauf. Was man jetzt nicht sieht. Da ist sie. Ich kann aber irgendwie nur zwei Kisten drauf tun. Und ich weiß nicht wieso. Zwei. Der dritte wird jetzt nicht mehr drauf passen. Und das ist, also, weiß nicht, ist schade, dass man diesen Glitch nicht ganz jetzt ausspielen kann. Ich weiß aber, dass es geht, theoretisch.
Ihr könnt es mal ausprobieren, ob das bei eurer Version funktioniert. Bei mir geht's halt nicht. Aber okay, ist jetzt nicht so dramatisch, denn wir kennen andere Wege, um das Level zu schaffen. Deswegen alles kein Problem. Die Zeit kann ich jetzt vielleicht nutzen, um euch hier noch ein bisschen was zu zeigen. Wir kennen den Hafen ja. Hier sind jetzt einige Sachen halt ein bisschen anders, da sie jetzt nicht mehr unter Morellos Kontrolle sind. Die viele Gebäude, wo wir vorher rein konnten, können wir jetzt nicht mehr rein. Zum Beispiel hier. Doch, können wir wohl. Aber hier ist nicht mehr das, man wollte ich euch eigentlich zeigen. Hier ist auch nicht mehr das Medikit. Ich dachte gerade, wir hatten noch im Kopf, man kommt nicht mehr ans Medikit ran. Und dachte deshalb, dass man da nicht rein kann, aber konnte man wohl. Aber man kommt nicht ins Medikit. Ich glaube, dieser Typ wird uns gleich verfolgen. Wobei es kann sein, dass durch den Glitch das Spiel quasi nicht registriert, dass wir Kisten weggetragen haben und der uns jetzt nicht verfolgt. Ach, hier ist einer im Zug. Wenn ich jetzt dich hier angreifen würde, würde er mich auch angreifen. Den übersieht man manchmal da drin. Ja, ansonsten, keine Ahnung, den Hafen kennen wir, vieles ist ein bisschen anders. Zum Beispiel gibt es ja nicht mehr diesen explodierenden Tank. Wir können jetzt diesmal auch hier die Züge nicht fahren lassen. Und ich meine, dass wir das hier auch nicht bedienen können. Ja, das konnten wir nur in dieser einen Mission. Okay, weiteres gibt es jetzt hier eigentlich nicht mehr. Bedeutet, wir spielen jetzt die Falle. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ah, du transportierst was völlig anderes als das, was hier angegeben ist. Basti. Ich fahr einfach los. Ach ja, wir müssen zum Treffpunkt. Jetzt habe ich einen falschen Weg eingeschlagen, aber ist nicht schlimm. Ja, am Treffpunkt warten Polly und Sam. Da kommt schon der zweite Wagen, der uns verfolgt. War gerade auf dem Radar kurz sichtbar. Und der dritte Wagen. Ah, wir kriegen jetzt ein bisschen Arbeit. Im Arbeitsviertel. So, war das jetzt hier rein? Ja. Boah. So, Leute, ich bin da. Hey. Kommt und rettet mir den Arsch. Bitte. Leute, die kommen. Macht euch bereit. Hauptsache, die haben die Thompson und Pumpgun und keine Ahnung was. Und ich komme hier mit meinen Billigwaffen an. Wow. Geile Voice Lane. Wo versteckst du dich? Holly, was hältst du von... Sam ist tot, weil er da dumm rumsteht. Ihre Papiere sehen. Er steht einfach mega dumm da und Polly macht gar nichts. Oh, das kotzt mich ein bisschen so an im Spiel, dass es so random ist. Die Kacke ist bei dem Auto, finde ich, wenn man quasi ganz normal im Fahrtmodus ist, ist das unsere Sicht. Die finde ich ein bisschen störend, deshalb mache ich ganz oft die Kamera frei. Und positioniere die so, dass man weiter oben auch alles gut sehen kann. Ja,
Mann, wieso bist du so langsam? Ist ja auch ein Eingang, ja, ne? Ja, perfekt. Ups. So, Guys. Ihr dürft helfen. Und diesmal richtig. Oh. Pauli, Mann. Wieso trollst du so rum? Guck mal, hier sind die. Pauli. Ach, danke. Er schießt nicht, ne? Oh, Mann. Das regt mich... Oh, von hinten kommen die auch. Oh mein Gott. Ist das ätzend. Ich weiß, okay, Polly hat's gut gedacht. Kann ich bitte ihre Papiere sehen? Er wusste wohl, dass die noch von hinten kommen. Aber er hätte schon locker zwei Leute erlegen können, ne? Das heißt, wie mache ich das am besten? Ich denke, ich stelle mich jetzt vor die Straße, vor die Einfahrt. Und versperre den Weg. Mann, Polizeiauto, auch das noch. Ich versperre ihnen den Weg. Sodass sie nur von einer Seite kommen können. Das wäre, glaube ich, die beste Lösung. Verfolgen die mich gerade gar nicht? Und zwar habe ich vor. So, ah, klappt nicht ganz. Okay, nicht schlimm. Da kommen sie, ne? Das sind sie, ja. Hinter mir ist wer jemand, ne? Ja. Okay. Leute, ihr seid gefragt. Auf Hilfe. Drei Leben. Doch ein Witz. Versuchen wir es mit dem guten alten Überfahren. Polly, du brauchst gar nicht einsteigen. Du sollst schießen. Oh. Ja, gut. Sam holt jetzt Salieri. Wir beide fahren den Laster zum Lagerhaus. Dort treffen wir uns dann alle wieder. Oh, das war jetzt die beste Idee, die ich hatte. Hä? Fahr den LKW zu Salieris Lagerhaus. Und der geht jetzt... Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass... Pauli mich begleitet. Hat er anscheinend keine Lust zu. Drei Leben. Sehr schön. Okay, wir fahren zu Salieri. Ich habe übrigens paar Sachen noch rausgefunden zu Leveln, die wir schon gespielt haben. Was genau und in welchem Level genau, werde ich in einem separaten Video mal zeigen. Da werde ich alles, was ich irgendwie noch nicht eingebaut habe, in ein Video packen. Und das dann hochladen. Also zum Beispiel... Die Mission, wo wir den Politiker umbringen, vom Dach des Gefängnisses aus. Da habe ich doch erzählt, dass der eine Typ, ganz am Anfang, dieser Bauarbeiter, dass er uns bei der Polizei quasi verpetzt, wenn wir ihn nicht umbringen. Und wenn wir ihn umbringen, die Polizei eben kommt. Und wenn wir ihn nicht umbringen, dass die Polizei auch kommt, sogar dass zwei Polizeiautos kommen, hat man ja gesehen. Und ein Leichenwagen. Jetzt ist die Sache die, ich wusste doch, dass es irgendwie so ist, dass wenn man
ihn umbringt, dass keine Polizei kommt. Und ich habe mich gefragt, warum die trotzdem kommt. Und ich weiß jetzt, was man machen muss. Und zwar muss man den Typen, man kann auf ihn die Aktionstaste anwenden und dann schleift man ihn in die Kanalisation und dann wird die Leiche nicht gefunden. Und dann kommt auch keine Polizei. Und ich weiß nicht, ich weiß es ja eigentlich. Ne, keine Ahnung, wieso ich da nicht drauf gekommen bin. Hab's da aber irgendwie einfach vergessen. Und dann, weil ich halt wirklich wusste, dass es geht, habe ich das Level nochmal gespielt und hab's dann halt gemerkt, aber da hatte ich das Video schon hochgeladen. Ja, und bei ein paar anderen Levels ist es genauso. Zum Beispiel bei der Mission, wo wir Morello töten. Da habe ich euch ja gesagt, dass es diesen Lösungsweg noch gibt, dass man ihn einholt und ihn dann quasi so umbringt. Und dass man sogar sein Auto klauen kann. Aber wir haben es nie geschafft, weil wir immer zu langsam waren, obwohl wir das exakt gleiche Auto fahren. Und ich weiß jetzt, wie man das doch schafft. Aber das will ich jetzt nicht verraten. Da dürft ihr gerne in das Video, was dazu kommen wird, reinschauen. Ebenso halt, ne, mehrere Easter Eggs noch, die man in mehreren Levels finden kann. Die jetzt nicht levelspezifisch sind. Oder auch möglicherweise levelspezifisch die Easter Eggs, die ich nicht gezeigt habe. Da fällt mir gerade keins ein. Aber wenn ich nochmal später mir Level für Level angucke, merke ich vielleicht doch noch, dass was fehlt. Ja, und das werde ich halt alles in ein Easter Egg in ein Video reinpacken. Werde ich allerdings ganz am Ende machen, erst nachdem ich den Freie Fahrt Extrem-Modus gespielt habe. Wird also noch ein bisschen dauern, aber nicht allzu lange, denn wir sind ja auch schon fast am Ende des Spiels. Das ist das vorvorletzte Level. Und das ist ja jetzt auch schon fertig, das heißt, wir kommen gleich zum letzten schon. So, gucken wir mal an, was wir da geklaut haben. Sechseinhalb Stunden später. Oh. Wieso haben wir es nicht geschafft? Wir sind doch da. Und wisst ihr, was ich befürchte? Was ich echt befürchte? Dass Polly hätte mitkommen müssen. Weil... Ich meinte, er hat... Oder müssen wir aussteigen einfach? Nee, guck mal. Och, meine Fresse. Och, mein Gott. Guck mal. Da ist sogar noch eine Lebensanzeige von Polly. Und ich sehe die erst jetzt. Und ich habe mich gewundert, warum kommt der nicht mit? Der sagte ja auch noch, wir fahren jetzt dahin und Sam bringt, holt Saleri ab und dann kommen die nach. Aber ich dachte, keine Ahnung, ich dachte, okay, vielleicht habe ich mir das eingebildet, dass er das gesagt hat. Aber der Idiot, weil, oh, wieso steigt er nicht aus dem Kackauto und kommt rein in den LKW? Meine Fresse. Ich steige in das scheiß Auto rein, während wir in einer Kampfsituation sind und der hat die Ruhe weg, der macht keinen einzigen Schuss, lässt mich und Sam die Arbeit alleine machen und hat die Ruhe weg, da noch in mein Auto einzusteigen. Wenn ich aussteige, steigt er nicht mit aus. Oh, regt mich das auf. Das ist so eine Sache, da könnte ich echt... Oh, dieses Spiel, ne? Ich liebe dieses Spiel so sehr, aber dann kommen solche Kackdinger. Boah, ist das ätzend. Ist jetzt einfach nur... Oder, wartet mal, bin ich jetzt dumm? Meine Überlegung war jetzt gerade nämlich,
Wieso kann ich die... Ach, ich habe einen Baseballschläger, deshalb. Natürlich, jetzt kommt kein Auto weit und breit. Meine Überlegung war halt nämlich, uns ein Auto zu klauen, mit einem schnelleren Auto den jetzt abzuholen. Und dann kommt gerade kein Auto. Ja, so viel Glück muss man haben, ne? Boah, ist das ätzend. Ich bin gerade ganz ehrlich überlegen, ob ich das Video jetzt stoppe und euch dann das Ende zeige, um das zu cutten. Jetzt, aber ganz ehrlich, da müsst ihr jetzt mit durch. Da müsst ihr jetzt durch. Also, das ist zu dumm. Ich habe da keinen Bock auf die Kacke, das jetzt alleine hier durchzumachen. Ihr habt ja den großen Vorteil, dass ihr vorspulen könnt, ne? Aber ich lade das Video ja erst am Mittwoch hoch. Heute ist Dienstag, ich produziere gerade vor. Also ich lade es morgen hoch. Das bedeutet, es könnte ja durchaus sein, dass YouTube bis morgen die Vorspul... das Vorspulen deaktiviert hat. Dann müsst ihr hiermit durch. Ach komm. Dieser Lenkradius ist grandios. Das Driften mit dem Auto auch. Ja, was ich gerade mache ist, ich war jetzt nochmal bei Salieris vorbei, um zu gucken, ob wir da was... ich habe es noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob wir jetzt sehen, dass Sam da ist. Oder wie auch immer. Ob wir irgendwas da jetzt von mitbekommen. Wäre cool. Also das wäre cool, das muss ich jetzt sagen. Aber nö. Nö. Boah, das wär's jetzt noch, dass, wenn ich jetzt hier aussteige. Und es kommt ein Auto von hinten und überfährt mich. Das wär's jetzt echt gewesen, ne? Mit meinen 3 Pizzle-Leben. Boah, Pauli, wenn du jetzt nicht da bist, ne? Ich hab ja die Befürchtung, dass Paul in dem Auto sitzen geblieben ist. Und Sam das Auto genutzt hat, um Salieri jetzt abzuholen. Wenn das Auto jetzt weg ist und wir dadurch Pauli jetzt nicht wiederbekommen. Mein Gott. Boah, ich dachte schon, dass es jetzt einen Crash gibt. Ey, war das nicht hier? Vertue ich mich gerade? War es jetzt hier unten? Ja, ne? Ja, hier unten. Jo. Guck mal, jemand hat schön säuberlich die Pumpgun an die Wand gelehnt. Ach du Scheiße. Ich weiß, was passiert ist. Leute, ich weiß, was passiert ist. Wir sind losgefahren. Da! Da ist Pauli. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ich bin losgefahren. Und was die nämlich dann machen, ist, die laufen dem Auto hinterher. Und ich dachte jetzt, der ist Gott weiß wo und wir finden ihn jetzt nie wieder. Aber er war zum Glück da. Okay, los geht's. Och, Pauli. Fuck you. Oh, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you. Ich hab mich echt gewundert und ich wollte noch sagen, hey, wieso kommt der nicht mit? Aber ich dachte mir ja, okay, dann... Ich hatte es... Die Sache ist wieder die... Ich hatte es im Kopf, dass es so ist, dass Pauli mitkommt. Ne? Und er sagt es ja auch noch. Und dann
steigt er aber nicht aus dem Auto aus. Und ich dachte, ja, okay, nee, vielleicht habe ich es ja falsch in Erinnerung. Und das war jetzt gerade der... Oh. Das war jetzt gerade so, dass ich mir jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass ich, also der quasi so ein Erwartungseffekt, ne? So eine Erwartungshaltung, dass ich erwarte, toll, dass... Während ihr gefaulenzt habt, habe ich umgeben von bewaffneten Gorillas, ja, Kisten durch die Gegend so geschleppt. Ihr habt echt gefaulenzt. Einer musste es tun und du bist der Jüngste. Pass auf, Sam hat schließlich die guten Ideen. Ach, Sam ist das. Dann kannst du ja in Zukunft ausladen. Ich rühre keine Kiste mehr an. Das werden wir ja sehen. Also das ist quasi, ich mit der Erwartung rein... Also ich dachte dann, ich habe mir vorhin gedacht, dass ich mit der Erwartung reingegangen bin, dass Sam, dass Polly mitkommt. Dass ich deshalb irgendwie rausgehört habe aus dem, aus der Videosequenz, dass er mitkommt. Ne, wisst ihr, wie ich das meine? Und aufgrund dessen, ja, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, was ich meine. Mich kotzt das hier einfach gerade an. Aber ich hatte recht, dass der mitkommt. Aber warum er nicht dann einfach ausgestiegen ist, bleibt mir ein Rätsel. Aber gut, wir haben ihn jetzt dabei. Fahren jetzt schnell zum Lagerhaus. Dann ist das Kack-Level auch endlich vorbei. Das ist auch eins der Level, also... Boah, ich glaube, dass ich das Level tatsächlich zu meinen Top 5 der... unbeliebtesten, oder ja, meiner persönlichen unbeliebten Level packen würde. Das Level mag ich wirklich nicht. Das ist... Boah, ist langweilig. Also ein paar Kisten schleppen. Und das zweimal. Erstmal müssen wir die Kisten ja aus dem vom LKW entladen. Um dann die neuen Kisten zu beladen. Das dauert einfach so lange. Und dann dieses Hin- und Herfahren. Fuck. Uff. Ich denke, dass es das auch mal an einem Mafia-Montag oder Mafia-Mittwoch kommen wird. Ein Video mit meinen Top 5 der... Oder mein Top 5 Level und Flop 5 Level. Auch geil ist, dass hier dieser Weg in einer einzigen Mission nur frei war. Und die den Weg jetzt wieder gesperrt haben. Das ist so schön. Ach, die Baustelle ist weg. Ah ne, Moment, wir müssen ein Rohr noch verlegen. Ich weiß nicht, ich guck aus Reflex, ich kenn alle Wege eigentlich auswendig. Und guck aus Reflex immer auf die Kamera. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es einfach nur aus Langeweile. Weil die Fahrten so ätzend teilweise auch sind und so. Boah, die ziehen sich einfach. Ich schau mal, wie ich das Video aufziehen werde. Kann auch sein, dass ich keine Top 5 mache, sondern nur eine Top 3. Weil wenn ich mache die Top 5, also die 5 besten Level und die 5 schlechtesten Level, habe ich insgesamt 10 Stück. Aber das Spiel bietet ja nur 20. Das heißt, ich habe das halbe Spiel schon mit eingebaut. Könnte zu viel sein. Perfekt. Geschafft. Gut. Jetzt sehen wir endlich, was in diesen Kisten Gute ist. Gute Idee. Ich hoffe, die wurden unterwegs nicht beschädigt. Ein paar Zigarren sind rausgefallen. Ah, ist halb so schlimm. Die hier ist nur krumm. Also biegen wir sie gerade. Mist! Ich hab's versaut! Ah.
Was zum Teufel machst du? Was? Ich hab was fallen gelassen, nichts Schlimmes. Hey, Kiste, was hast du denn in dir? Teufel! Tom, das wirst du nicht glauben! Was ist los? Was ist in den Kisten? Verdammt, denkst du auch, was ich denke? Sieht nicht unbedingt nach Zigarren aus. Und es ist definitiv kein Würfelzucker. Das sind Diamanten, und zwar verdammt viele davon. Vielleicht sind die ja nicht echt. Du weißt doch, die tauschen Zigarren gegen Spiegel und Glasperlen und so ein Zeug ein. Schätze, damit ist nur Kolumbus durchgekommen. Das sieht aus wie Diamanten, Tom. Und zwar jede Menge davon. Ich wusste doch, dass Salieri für ein paar Zigarren nicht so viel riskieren würde. Naja, anscheinend hattest du recht. Was willst du jetzt tun? Sollen wir sie einsacken? Was? Glaubst du, damit kommen wir durch? Wir können ja sagen, dass wir ein paar Kisten bei der Jagd verloren haben. Oder... Das kannst du vergessen. Das ist Schwachsinn. Leg sie wieder dahin zurück, wo du sie her hast. Ich will nicht mit einem Loch in meinem Kopf enden. Und wenn jeder von uns nur eine oder zwei nehmen würde? Das sind zu viele davon. Pauli. Okay, ich tue sie ja zurück. Aber was ist, wenn Salieri keine Ahnung von den Steinen hat? Ich glaube, das können wir schnell herausfinden. Wie? Sam bringt ihn gerade hierher. Da sehen wir mit eigenen Augen, ob er etwas weiß. Ich kann Pauli schon verstehen. Ich hätte auch gern ein oder zwei einfach nur mitgenommen. Bravo, Jungs, ihr habt es geschafft. Da habt ihr euch einen kräftigen Bonus verdient. Ah, eine Kiste ist kaputt, aber das macht nichts. Sieht aus, als wären die Kisten hinten drauf okay. Bravo, bravo. Boss, sollen wir die Kisten abladen und die Zigarren ins Lagerhaus bringen? Nein, noch nicht. Überhaupt, wieso solltet ihr? Das macht jemand anders. Wollt ihr jetzt auch noch im Lager arbeiten? Nichts für ungut, Jungs. Gute Arbeit. Pauli? Hä? Ich komme morgen vorbei, dann können wir über den Deal sprechen, den du erwähnt hast. Okay. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Das unbeliebte, von mir so unbeliebte Level ist vorbei. Ja, den Zellkinder, den tun wir weg. Wir haben es geschafft, lieber Mafiosi. Ja, mehr zu sagen gibt es jetzt eigentlich nicht. Also, wir gehen jetzt hier in diesem Level zu Pauli, um über sein Angebot zu reden. Sprich, ob wir die Bank jetzt ausrauben, wie wir das anstellen, etc. Werden wir aber natürlich nicht jetzt angucken. Das kommt in einem separaten Level. Ach, Level, in einem separaten Video. Das soll es hier bis hierhin von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein und bis zum nächsten Mal.